Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Train Simulator 2019 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zingis. Ja, wir sind heute unterwegs auf der Portsmouth Direct Line und fahren mit der Class 455 von Hampton Court bis nach London Waterloo. Ja, das wird eine hoffentlich doch sehr entspannte und schöne Fahrt im Regionalverkehr. Wir haben Halt an allen Stationen. Und sind halt mit diesem wunderschönen, etwas älteren Regionaltriebzug unterwegs. Und in den setzen wir uns jetzt auch direkt mal rein, weil wir haben ja schließlich einen Zeitplan einzuhalten. Und es ist ein Karriereszenario und vielleicht gehen wir ja mal mit ein paar Pluspunkten raus. So, Türen sind zu, das heißt, wir können losfahren. Und beim Losfahren hört man meiner Meinung nach, dass es sich wirklich um ein älteres Fahrzeug handelt. Das klingt alles doch sehr alt und robust. Ja, vor allem wenn wir jetzt gleich auf das Geräusch achten, wenn wir die Leistung wegnehmen. Da ist irgendein Trennschalter, der sowas von reinklackt, sage ich mal. Was auch immer das Geräusch dann verursacht, ob es der Lichtbogen ist, ob da irgendwie ein Schaltmechanismus ist, der so laut ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Geräusch, finde ich. Ich mag generell so ältere Fahrzeuge. Ja, Fahrzeug ist aus den 80ern. Zumindest wurden da, glaube ich, die ersten irgendwie frühe 80er, so um den Dreh rum, wurden die ersten, glaube ich, da gebaut. Ja, hat dementsprechend schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ist übrigens eines von drei Fahrzeugen hier auf der Strecke, die man hier im Train Simulator mitbekommt. Das ist ja übrigens an dieser Stelle auch nochmal gesagt, eine Strecke, die beim Train Simulator 2019 mit dabei ist, wenn man sich den kauft, ne? Und mitgeliefert werden halt drei Fahrzeuge, drei Triebzüge, und zwar einmal die Class 455, die wir jetzt gerade fahren, dann die Class 450 und die Class 444. Ja, die anderen sind modernere Fahrzeuge, aber ich hatte jetzt gerade irgendwie Bock auf was Altes, auf was Rustikales, auf was, ja, wie das hier. So, da wir hier S-Bahn-technisch quasi unterwegs sind, versuche ich auch das ganze Ding etwas sportlich zu fahren. Ob das dann mit den Bremsen so klappt, das schauen wir uns mal an. Aber ich bin eigentlich recht optimistisch. Ist allerdings alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, hier hätten wir es zum Beispiel halten müssen. Weil wir haben nur drei Bremsstufen und das ist dann immer so ein bisschen, welche man dann da wählt, bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher. Ja gut. Ja, die Strecke an sich werden wir uns jetzt mal anschauen. Ist halt Regionalverkehr. Man knallt hier mit solchen Triebzügen durch die Gegend. Also wem das Spaß macht, der wird auch an dieser Strecke, glaube ich, viel Freude haben. Und mir macht sowas super viel Spaß. Und England, ja, England sind wir länger nicht mehr gefahren. Generell habe ich hier auf dem Kanal wenige englische Strecken gezeigt. Und dabei ist es ja die Wiege der Eisenbahn, ne? Kann man schon mal ein bisschen würdigen. Die Strecke, auf der wir jetzt unterwegs sind, ist auch schon eine uralte Strecke. 1800 noch was Wurzel ins Leben gerufen. Und dann Stück für Stück eben, ja, vollendet. Ich weiß gar nicht mehr, wann wurde sie denn, müsste ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Ja, 1845 gab es den ersten Abschnitt von dieser Strecke. Also schon ein bisschen älter, ne? Quelle Wikipedia an dieser Stelle. Ja, altes Eisen. Ja, aber ich finde eigentlich England, es ist immer ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig dann. Andere Signale, anderes Zugsicherungssystem, aber das passt eigentlich schon. Hier haben wir ja dieses AWS, dieses Automatic Warning System. Ja, ist ja Pendant zu der PZB. Und dann haben wir hier natürlich Meilen pro Stunde, das ist auch immer ein bisschen, ne. Ja, aber das kriegt man schon eigentlich hin. Ja, jetzt die Frage, ich weiß nicht, wie es mit euch steht. Also, wollt ihr vielleicht mehr englischen Content oder generell internationalen Content? Weil eigentlich beschränken wir uns ja hier meistens nur eher auf die deutschen Strecken oder legen da den Fokus drauf. Aber sowas ist zum Beispiel eigentlich auch echt nicht schlecht.
Also wir haben ja auch noch die Salt Lake Route dabei, also die amerikanische Strecke, ne, hier beim Train Simulator 2019. Ja, das ist halt weite Prärie oder Steppe oder was auch immer es ist. Und ja, könnten wir uns auch mal anschauen, ist halt für den einen oder anderen schön, aber doch sehr unspektakulär vom Fahrerischen her. Das ist dann eher auf die Landschaft bezogen. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch sehen wollt. Reinschauen werden wir wahrscheinlich sowieso mal, aber ob da mehr kommt oder weniger, mache ich dann mal von euch abhängig. So, somit sind wir jetzt auch auf der Hauptstrecke hier angekommen, Richtung London. Dürfen dementsprechend jetzt auch mal auf eine höhere Geschwindigkeit langsam beschleunigen, auf ganze 85 Meilen pro Stunde. Das ist, glaube ich, auch die Höchstgeschwindigkeit. Ne, 75 Meilen pro Stunde schafft das Fahrzeug nur. 120 km/h sind das dann. Ja, aber für den Regionalverkehr reicht das natürlich vollkommen aus. So, wir gehen mal an dieser Stelle. Ist ja alles grün. Gehen wir mal ganz kurz in den Innenraum. So sieht's da aus. Schöne Dovetail Games Werbung. Und hier noch Southwest Trains. Sehr schön. So, und rote Sitze. Ja. Rote Sitze. Weiß nicht, ob rote Sitze jetzt so das Schönste sind, aber naja. Ja, was ich an England auch immer wieder faszinierend finde, sind diese Stromschienen. Offen liegende Stromschienen. Also, es ist immer wieder aufs Neue so, dass man sich denkt, ui, dass sowas noch gebaut werden darf, das ist schon Wahnsinn. So, jetzt fahren wir 100 km/h circa und sollten jetzt langsam mal in die Eisen gehen, damit wir hier an unserem nächsten Halt Surbiton auch richtig zum Stehen kommen. Ja, wir haben 8 Einheiten, also müssen wir doch weiterfahren, sehe ich gerade. Hier ist für 4 Einheiten, 5 und 6 Einheiten, also fahren wir einfach weiter durch bis zu der 8. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht, dass hier überall diese Tafeln stehen, weil dann weiß man halt, wo man ungefähr halten muss. Okay, das war jetzt ein bisschen früh. Das üben wir nochmal. So, da rechts fährt auch gerade eine Class 444. Müssen wir jetzt auch hier sehen. Sehr schön. Ja, übrigens auch hier wieder sehr interessanter Führerstand. Man hat hier so eine komische kleine Kabine, wo man dann auch sich hier wirklich einschließen kann. Wir haben ja auch hier so einen Durchgang. Ich weiß allerdings jetzt gar nicht, ob der auch wirklich genutzt wird. Also, dass da die Fahrgäste durchgehen können. Wir können mal ganz kurz gucken, wie das denn so aussieht hier. Da ist jetzt aneinander gekoppelt. Aber okay, hier ist jetzt auch die Tür offen. Aber wenn die Türe zu wäre, dann naja, kann man hier irgendwie den Schabernack treiben. Ich weiß nicht, ob man hier durchgehen kann dann. Ich finde auf jeden Fall solche Führerstände sehr lustig und interessant. Ist irgendwie was anderes. Ja, man braucht ja echt nicht viel Platz eigentlich, ne, wenn man sich das anguckt, aber ob das dann so schön ist auf Dauer, weiß ich auch nicht. So, Bremsen lösen. Weiter geht's. Ja, bis jetzt sieht's punktetechnisch ganz gut aus. Wir sind sehr gut in der Zeit. Und dann kommt noch hinzu, dass wir die Geschwindigkeit noch kein einziges Mal überschritten haben. Also keine Minuspunkte. Oh ja, das Schild müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Finde ich schön. Was ist das hier? Ja, generell schauen wir uns nochmal gleich hier ein wenig den Führerstand an. Das machen wir dann an unserem nächsten Halt. Barrels. Ne, Berrylands. So. Haben wir doch.
Ja, wir haben ja auch Halt in Wimbledon. Wenn ich mich da recht entsinne. So, dann kommt dann auch der nächste Halt, New Morden. Sehr schön. So, jetzt sollten wir langsam bremsen. Wir sind wieder mit 100 km/h unterwegs. Volle Funktion, rein die Bremse und schauen wir mal, ob wir hier noch zum Halten kommen. Das war jetzt natürlich eine sehr sportliche Sache, aber das schaut gut aus. Ich denke, das schaffen wir. Also ich bin echt überrascht von den Bremseigenschaften dieses Fahrzeuges. Das passt nämlich irgendwie. Es ist so ein bisschen... Der Vergleich hinkt an mehreren Stellen, aber ich würde es fast mit der Baureihe 420 vergleichen. Es klingt auch ähnlich irgendwie, ne? Das sind halt diese alten Fahrmotoren, die dann vor sich hinheulen. Und ja, hat so ein bisschen was davon, aber der Vergleich hinkt. So, schauen wir mal, was steht denn hier? In slippery conditions, pull away in Notch 1, low rate acceleration, up to 5 miles per hour before selecting a higher notch. Ja, also immer schön langsam beschleunigen in Stufe 1, wenn es rutschig ist. Ne? If slip, spin is noted, depress the traction sander button, which the power controller in the away from off position for 5 to 7 seconds. Ja, sanden, then allow time to avoid applying sand over points or crossing. Okay. Joa. Gut, haben wir auch was dazugelernt. Was haben wir hier? GSMR. Achso, das ist der Funk. Do not press the red emergency button in any cab unless you require it. Unless you require all trains to stop. Ah. Das ist also wie der LZB-Nothalt, so kann man das sich vorstellen. Also einer... Ja, nehmen wir mal an, wir entgleisen hier und rutschen rüber auf das rechte Gleis. Dann wollen wir natürlich, dass da kein Zug fährt. Dementsprechend drücken wir dann den roten Notfallknopf. Wo ist er denn? Da oben der, ne? Und dann werden halt alle Züge gestoppt. So, jetzt muss man kurz bestätigen. Ich glaube, wegen der 60 Meilen pro Stunde. Aber bis das Fahrzeug hier auf 60 Meilen pro Stunde kommt, das dauert immer ein bisschen. So, ja, bremsen wir schon mal an, damit es nicht ganz so sportlich wird, wobei wird's eh. Boah, das ist ja ekelhaft sportlich, das ist jetzt ekelhaft sportlich. Eieieiei. Aber auch da wird's wieder passen, tatsächlich. Ganz knapp, na, ganz knapp, das wird eine ekelhafte Bremsung, das, oh. Und erste Tür futsch, zweite Tür futsch, dritte Tür futsch. Einmal verbremst, das gibt Minuspunkte. Ja, zwei Türen futsch, okay. Nicht schön, sollte natürlich nicht passieren, aber das war jetzt echt ein bisschen zu krass sportlich. Warnlichter. Ja. Haben tatsächlich eine Warnblinkanlage. Door Interlock. Schauen wir, was wir alles bedienen können. Instrumentenbeleuchtung. Cap Lights. Spitzensignal. Okay, haben wir verschiedene Einstellungen. Das ist, glaube ich, für... Wofür ist das denn? Wahrscheinlich für ZZA, oder?
Wobei, nee, Zugzielanzeige ist ja hier ganz alt. Wird mir gerade bewusst. Wir haben hier, glaube ich. Ist das echt so? Dass man hier durchkurbeln muss noch? Können wir kurz rübergehen? Ist das hier auch? Nee, hier ist es nicht. Keine Ahnung. Weil diese Kurbeln erinnern mich an so Kurbeln von den Zugzielanzeigen, wo halt so ein Rollband drin ist, wo man dann immer die richtige Station durchkurbeln muss. Naja, weiß jetzt nicht, wofür diese Kurbel da oben ist. Schön mit Kurbel. So, Rains Park ist jetzt unser nächster Halt. Und da probieren wir mal nicht zu spät zu bremsen. Ich würde mal sagen, wir bremsen 20 davor. 0,2 Meilen, also jetzt. Und dann direkt mit voller Funktion. Weil ich meine, zur Not können wir die Bremsen wieder ein bisschen anlösen. Das soll schon passen. Fünf, sechs. Also noch ein bisschen durchrollen. Und jetzt bringen wir den Zug mal zum Stillstand. Ja, langsam haben wir es doch raus mit den Bremsen. Bin ich ja ganz froh. Ja, natürlich, streckenkundig sollte man eigentlich schon sein dann, ne? Aber das ist jetzt halt noch nicht der Fall. Schauen wir uns mal ein bisschen die Umgebung an. Was haben wir denn hier für Läden? Brasserie, Spendloads, Gifts, Crafts, Toys, Butcher, ein Item Shop, was nicht alles gibt. Noch ein Item Shop, scheint eine Kette zu sein. Internetcafé, Maskerad. So, und wir dürfen weiterfahren. Und noch Bling Juwelier auf jeden Fall. Jeweler. Er klingt komisch, ne? Ja. So, sind wir immer noch gut in der Zeit. Ja, ich würde sagen schon. Das passt alles. Ja, ich finde immer ein bisschen schade, dass es hier jetzt zum Beispiel nur zwei Szenarien gibt. Also für dieses Fahrzeug. Insgesamt gibt es, glaube ich, 6, 7 oder 8. Ich weiß es nicht ganz genau, aber nur 2 für die Class 455. Das finde ich immer ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil das ist zum Beispiel in Trains and World dann besser gelöst. Weil da kann man ja alle Züge fahren. Und ich finde es so traurig, weil hier fahren ja andere Züge rum und so, aber man kann nicht eben diese Züge übernehmen. Das ist immer ein bisschen doof. Naja. So, jetzt müssen wir bestätigen für die 30. Dementsprechend sollen wir die Geschwindigkeit auch mal ein wenig reduzieren. Dass wir noch eine Zwangse bekommen. Boah, das passt ja ideal. Mensch. So. Somit haben wir jetzt halt in Wimbledon. Tennis-Leute unter euch werden das sicher kennen. Vielleicht war ja jemand schon mal hier. Ich muss sagen, mit Tennis habe ich nichts am Hut. Und in England war ich tatsächlich auch noch nie. Das müsste ich eigentlich mal machen. Jetzt sollen wir da durchrollen. Ja, toll. Tolle Wurst. Oh, ja. Schön. Ich hoffe, das wird eine Parallel aus. Ach Mist.
Jetzt haut er wieder ab. Warum hauen die denn immer ab? Naja. Boah, der hat aber eine gute Beschleunigung da. Und weg. Ja, ich würde sagen, wir sind dann auch weg. Zumindest für diese Folge war es das. Und wie es dann weitergeht auf unserer Reise nach Waterloo, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss, euer Zeng.